Die dümmsten Verbrecher des ganzen Jahrhunderts. So ein Typ namens Carlos ist in eine Bar eingebrochen, war aber so talentiert, dass er sich dabei selber in den Fuß geschossen hat. Dann rennt er damit nach Hause, weil er sich verarzten wollte und checkt nicht, dass eine ganze Blutspur ihn einfach bis nach Hause verfolgt. Ja, für die Polizei war der Rest eigentlich ziemlich einfach. Zweitens, eine unglaubliche Legende namens Charles Taylor hat einfach braune Wanderschuhe für $69 geklaut. Als der dann 3 Monate danach angeklagt wurde, ist der halt einfach eiskalt mit diesen Schuhen zum Gerichtsprozess gekommen. Der Richter hat danach sogar gesagt, wie unglaublich dumm der war.